Hallo ihr Lieben, heute vorbereite ich Nusskuchen und die Vorbereitung möchte ich ganz gern mit euch mitteilen. Also für Kuchen brauchen wir 250 Gramm Margarine, 200 Gramm Zucker, 250 Gramm geschallene Nüsse und gemahlen und 250 Gramm Mehl. Im Mehl müssen wir 3 Teelöffel Backpulver sieben und brauchen wir einen Vanillenzucker und eineinhalb Tasse Puderzucker. Das brauchen wir ganz am Schluss. Und natürlich 4 Eier. Das habe ich ganz vergessen. Und jetzt können wir schon anfangen zu vorbereiten. Ich habe schon Nüsse gemahlen mit einem Mixer. Ihr könnt gemahlene Nüsse kaufen oder könnt selber auch Nüsse, also Haselnüsse, könnt ihr auch selber verfeinern. Also jetzt los geht's. Erstmal brauchen wir Margarine und Zucker und natürlich auch Vanillenzucker. Vanillenzucker zusammen schaumig rühren. Also ich habe schon das fertig gemacht. Und jetzt brauche ich die Eier unterrühren. Also ich mache das nacheinander. Also erstmal ein Ei ganz gut rühren und danach nächste Ei. So, und dann kommt Haselnüsse. Ich habe jetzt alle Eier da runtergerührt, aber das ist noch nicht so weit. Wenn ihr Kuchen sehr flauschig wolltet, dann müsst ihr ein bisschen mehr rühren. Also ungefähr 5 Minuten. Alle diese Maße ohne Nüsse, weil Nüsse kleben ganz, ganz gut, ohne Nüsse ganz gut gründlich rühren. So, ich habe schon also fertig gerührt. Und jetzt machen wir nach und nach Haselnuss. Ja, müssen wir ein bisschen rein, ein bisschen rühren, genau wie beim Eier, ja. Ein bisschen rein. Dann machen wir den Gerät Schluss. Und machen wir weiter rühren. Wieder ein bisschen rein. Mit. Dann alles so rühren. Also genauso machen wir auch mit Mehl. Wir machen auch Mehl nach und nach rein, damit Kuchen ein bisschen, also man sagt, dass Luft im Kuchen bleibt, damit es Luftballons macht im Kuchen. Jetzt mache ich mit Mehl. Muss Mehl auch zusammenrühren und ganz wichtig, ein ganz wichtiger Tipp, bitte, wenn ihr Mehl reinmacht, erstmal mit Sieb sieben, Backpulver und Mehl zusammen sieben und danach in Kuchen rein. Gut. So, meine Lieben, den Teig ist fast fertig, weil ich habe noch ein bisschen Mehl hier. Das muss auch runter. Ja, ich wollte nur ganz kurz sagen, dass mit meiner Rührmaschine zum Beispiel klebt den Teig auf dem Wande, auf der Winde. Und deshalb mache ich manchmal mit diesem Löffel. Also es ist ein Kuchenlöffel. In Wahrheit weiß ich überhaupt nicht, wie das wirklich heißt. Aber ich nenne es Kuchenlöffel. Und das ist ganz hilfreich, also nach, weil das kann ganz, ganz sauber machen. Denn diese Schüssel kann er wirklich gut sauber machen.
So, mein Lieben, ich habe schon Kuchenteig fertig gemacht und müssen wir jetzt so einen Kastenkuchen vom nehmen, weil mit so einem Kuchen ist besser solche Kuchenform. Und das müssen wir ganz gut fetten. Dann könnt ihr mit ein bisschen Butter oder mit ein ganz wenig Öl machen. Und Backofen 200 Grad vorheizen und diesen Form mit Kuchenteig füllen und 70 Minuten backen. Also, ich habe schon einen Kuchen im Backofen getan, 200 Grad. Und Kuchen muss unterem Schiebeleiste. Wie ihr seht, das ist ganz unten. Also nicht ganz, ganz unten, aber ist ungefähr unten. Und hier am Anfang macht ihr mit Umluft, dass ganz schnell Backofen warm wird. Und danach macht ihr mit den unten oben, also diese Hitze, unten oben Hitze, damit Kuchen ganz gleichmäßig backt.